Ja, er kündigt an zum nächsten Match, aber jetzt kommt jemand anders zum Ring. Ja, wer die Wrestling-Szene verfolgt, wird ihn vielleicht kennen. Papa Zeus ist das. Schnappt sich jetzt auch hier das Mikro von Oliver Seidler, aber was hat er zu sagen? Vor allem, was will er eigentlich hier? Ja, die COW-Fans kennen ihn nicht. Wer bist du? Will ein Match dass wir ihn wieder hier im Ring haben. Ja, wer kriegt das auf Ex? Da hat er jemand gefunden, einen Freiwilligen, einen Watschen-Club-Fan. Wo hat es gleich geschafft? Dieser Fan auf Ex. Ja, das ist das, was das deutsche Wrestling auszeichnet. Die Nähe zu den Fans. Auch Mike Schwarz. Ja, da zeigt das an. Bäuchle, ja. Ein bisschen ausgeglichen. Aber Papa Zeus, sehr, sehr starke Oberschenkel. Da werden die COW-Fans sehen, ob Papa Zeus überhaupt was drauf hat oder nicht. Nach 10 Stunden Autofahrt durch ganz Deutschland ist die Frage, wie oft er durch einen Kreisverkehr gefahren ist. Also da kriegt man auch die 10 Stunden hin. Ja, da zeigt es an nochmal. Schulterblock.
Aber Mike Schwarz steht da wie eine Eins. Jetzt kommt Mike Schwarz mit dem Schulterblock. Aber Papa Zeus steht auch, ja. Ja, jetzt gibt es ein Kräftemessen mit Schulterblocks, aber wer kriegt die Oberhand? Jetzt wieder Mike Schwarz. Ja, Papa Zeus ein bisschen schwanger nach hinten. Ja, nochmal. Aber Papa Zeus geht auch um die Ringseile. Ja, ein Unentschieden würde ich in diesem Fall sagen. Ja, am Anfang dieses Match erstmal ein Kräftemessen zwischen den zwei Wrestlern. Oh, aber Papa Zeus hat jetzt hier die Oberhand. Mike Schwarz geht schon auf die Knie. Keine Sorge, er macht ihn keinen Heiratsantrag. Aber Mike Schwarz kommt wieder hoch und hält dagegen und schickt Papa Zeus auf die Knie vor kurzer Zeit. Jetzt nochmal auf die Knie. Und nach oben, er kündigt schon an. Und da gibt es ein kleines Tänzchen zwischen Mike Schwarz und Papa Zeus. Das ging auf die Finger. Ja, das tut nicht so gut. Feige. Und Papa Zeus schlägt jetzt auf Mike Schwarz ein. Mit dem hat Mike Schwarz jetzt gar nicht gerechnet. Ja, der Referee weist ihn darauf hin, dass er das unterlassen soll. Ja, und jetzt Mike Schwarz diskutiert hier nur ganz leicht mit dem Referee, ist ihm aber auch egal. Und Elbow! Jetzt schnappt er in sich. Side Suplex! Das Cover hinterher! 1, 2! Ja, das war's noch nicht für Mike Schwarz für den Sieg. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Also Papa Zeus darf man da echt nicht unterschätzen. Denn wie erwähnt, in anderen Ligen ist er ja schon unterwegs. Aber hier bei der COW sieht man ihn das erste Mal. Aber dieses Match kann man als Debüt- und Comeback-Match bezeichnen. Aber wer gewinnt dieses Match, der Debütant oder der Comebacker? Wenn es nach den Fans geht, natürlich der Comebacker Mike Schwarz geht schon auf die oberste Seite. Aber nein, Papa Zeus wehrt sich dagegen. Er schickt ihn auf die Matte. Ja, Mike Schwarz hat da aufgepasst, ist natürlich auch sehr, sehr erfahren. Mike Schwarz schon länger im Ring, länger als Papa Zeus. Das ging gegen die Kniekehle von Mike Schwarz, von Papa Zeus. Und Papa Zeus legt auch gleich nach. Ja, dann sieht man's. Geht gegen das Knie von Mike Schwarz, ist auch eine Bandage, also das hat Papa Zeus natürlich gesehen und geht jetzt auf dieses Knie. Bearbeitet es auch. Oh, da schmeißt er das Knie auf die Matte. Oh, Mike Schwarz krümmt sich vor Schmerzen, kann sich jetzt auch nicht befreien. Jetzt geht's außerhalb des Ringes. Oh, das sieht nicht gut aus für Mike Schwarz. Ja, jetzt kommen auch die Anfeuerungsrufe für Mike Schwarz. Mike Schwarz sah man auch mal bei Take Me Out auf RTL. Hat aber nicht die große Liebe dort gefunden. Aber er hatte ein bisschen was mit Ralf Schmitz gezeigt. Bisschen performt, war nett anzusehen.
Aber wir sind jetzt hier nicht bei Take Me Out. Mike Schwarz will eher hier das Match gewinnen. Aber die Chancen sehen nicht gut aus. Das Cover hinterher von Papa Zeus, aber nur bis zwei. Ja, Papa Zeus, Mike Schwarz darf man nicht unterschätzen, auch wenn du weiterhin hier dieses Bein bearbeitest. Das sieht aber echt nicht gut aus für Mike Schwarz. Es geht weiterhin gegen das Bein, aber Mike Schwarz gibt nicht auf. Der Referee, ja, springt hin und her. Muss natürlich fragen, ob Mike Schwarz aufgibt, aber Mike Schwarz kommt jetzt auch langsam zurück. Ja, die Fans feuern ihn natürlich an, glauben an Mike Schwarz. Und er kommt jetzt auch hier langsam hoch, Papa Zeus steht schon. Ja, jetzt Elbows von Mike Schwarz und von Papa Zeus, aber jetzt hier ein Job von Papa Zeus, Job Mike Schwarz. Aber in diesem Duell gerade sehr, sehr ausgeglichen. Oh, da schnappt sich Mike Schwarz der Ansatz. Ja, zu einem Chokeslam, aber der kam nicht. Da kann sich Papa Zeus befreien gegen die Seile. Und Elbow und Papa Zeus liegt auf der Matte, steht aber wieder auf. Clothesline, Mike Schwarz. Aber man sieht's, das linke Bein ist wirklich, ja, jetzt ist gerade schwer. Jetzt kommt es Side zu Blacks. Ja, das linke Bein macht Mike Schwarz zu schaffen, aber das Cover 1, 2. Aber da rettet er sich an den Seilen. Rope Break. Da hat die Aktion von Papa Zeus vorhin schon Wirkung gezeigt auf das Bein von Mike Schwarz. Aber Mike Schwarz hat jetzt die Oberhand. Kündigt's an, komm her, Papa Zeus. Da packt er ihn zum Ansatz, zum Chokeslam. Lust, ja, nee, kriegt er nicht durch. Papa Zeus kann kontern. Und da kommt er geflogen. Eins, zwei. Ja, da kommt Mike Schwarz doch wieder raus. Ja, jetzt helfen sich beide hoch. So sieht es natürlich in diesem Moment aus, aber es gibt wieder ein Kräftemessen. So eine Art Seilziehen. Und das gewinnt Mike Schwarz. Jetzt muss er ihn doch covern, aber nee, was will er uns doch zeigen? Noch ein Chokeslam. Kommt er auch von Mike Schwarz? Kommt der Finisher? Ja, Papa Zeus kommt jetzt so langsam hoch. Er sieht noch gar nicht, was ihn erwartet. Kann jetzt auch nicht reagieren. Und boah, da kommt der Chokeslam. Das Cover. 1, 2, 3. Mike Schwarz gewinnt.